Jetzt schlug ich runter. Und dann geht's los. Hallo liebe Leute, hallo liebe YouTubianer, hallo liebe Twitch-Schnuckis. Welcome, welcome zur zweiten Kartendiskussion. Die Nummerierung erfolgt eigentlich straight einfach nur so, wie ich die Karten bespreche. Nicht unbedingt, wie die rausgekommen sind. Jetzt gleich geht's übrigens nach Alphabet weiter. Wir hatten gestern die erste Kartendiskussion, jetzt ist die zweite. Ja, ich stelle euch die neuen Karten vor aus The Mean Streets of Gadgetzan. Und ich habe, wie ich das gestern schon gesagt hatte, eine Einschätzungsskala gemacht. Und zwar eine ungerade Skalierung, nämlich eine 5er Skalierung, weil ich eben der Meinung bin, dass es die, den mittleren Wert gibt bei Hearthstone und dass ich den recht wichtig finde. Was natürlich ein bisschen dazu führt, dass man ein bisschen mehr Dreier hat, aber wenn es so ist, dann ist es eben so. Ja, und wenn es sehr viele 5er gibt, dann soll auch das so sein. Und wenn es sehr viele 1er gibt, dann ist auch eben das so. Ich versuche es so objektiv wie möglich subjektiv zu bewerten. Das kann man gut finden, das kann man nicht gut finden. Das ist meine Einschätzung der Karten. Ob man dann am Ende, tja, mehr oder weniger recht hat damit oder nicht, das wird man dann sehen. Ich versuche auf die Karten sowohl für Constructed einzugehen als auch für Arena. Erstmal rede ich meist von Constructed, weil für die meisten Karten ist die Arena-Stärke relativ klar. Und ja, dann könnt ihr gerne mit mir auch diskutieren. Ich versuche ein bisschen auf den Chat mal zu luren, aber vom Grundsatz her möchte ich durchlabern in einem Mal, damit man sich das hier schön auch beim Abendessen als Radio anhören kann. Gut! Grime Street Outfitter. 2 Mana 1-1 ist natürlich eine Katastrophe. Battlecry, give all minions in your hand +1/+1. Huh. Eine potenziell ziemlich starke Karte. Warum? 2 Mana 1-1 ist eine Katastrophe, aber das ist völlig egal. Wir haben durch den Battlecry, ich meine, hier muss man ehrlich sein, wie viele Minions müssen wir buffen, damit die Karte ordentlich ist? 2. Dann haben wir einen 2 Mana 3 Dreier, das ist schon in Ordnung. Bin ich eigentlich schon komplett zufrieden mit. Das ist in Ordnung. Alles, was mehr als 2 Minions ist, wird dann schon eher insane. Sicherlich sind die Stats ultra schlecht und die Karte erfordert Aktivierung, ja. Aber der Battlecry ist so stark, dass ich der Karte keine 3 von 5er Einschätzung geben wollte. Für mich eine, wie immer geartete, 3,8 oder so. Also für mich auf jeden Fall eine 4. Richtig, richtig gut. Keine 5, weil dafür braucht es zu viel Aktivierung und dafür sind die Stats auch zu schlecht mit 2 Mana 1-1. Aber in Agro-Decks super gutes Ding. Also hat einfach ein Riesenpotenzial. In der Arena auch ziemlich stark. Arena ist noch abhängiger von Minions und man hat in der Regel noch weniger Spells. Dass ich auf jeden Fall der Meinung bin, dass sich die Karte da auch faktisch immer lohnen wird, weil man auch eben selten bis fast nie weniger als 2 Minions auf der Hand hat. 2 weitere. Er hat der Karte dieselbe Bewertung wie Cho'Gall gegeben. Hype. Ja, das ist so wie Dr. Boom und Zombie Chow, um das mal eben aufzugreifen. Ich finde das nämlich cool, was du sagst. Dr. Boom und Zombie Chow würden jetzt so im Nachhinein betrachtet beide von mir eine 5 von 5er Wertung bekommen. Aber auf einem ganz anderen Level. Das ist halt schwer zu vergleichen. Weil das eine ist ein super krasses Early-Game-Minion, das andere ist ein richtig geiles Value-Late-Game-Minion. Also, völlig unterschiedlich, aber beides 5er. Ich finde, der hat auf jeden Fall eine 4 verdient. Super Karte. Bums. Ah. Der Grime Street Pawnbroker. 3 Mana 3-3, give a random weapon in your hand +1/+1. Aber das ist nicht so einfach gewesen. Mit Sicherheit ist 3 Mana 3-3 schon eher nicht mehr Vanilla-Stats. Also Durchschnitt standardmäßig. Habe ich gestern schon lang und breit drüber gesprochen. Müsstet ihr eventuell nochmal schauen in die erste Kartenbesprechung, weil ich das natürlich nicht jetzt mit jeder Besprechung neu machen möchte. Razor Rain, vielen Dank. 2 Monate Sub. Vielen Dank, du hast noch einen Monat abzuhauen. Und ansonsten, puff. Dankeschön.
3 Mana 3, 3 ist nicht gut. Schauen wir uns den Ravaging Ghoul an. 3 Mana 3, 3, ein Schaden an allem, würde von mir eine 4 bekommen. Ist natürlich im Nachhinein betrachtet leicht zu sagen, weil man weiß, der wird in jedem Warrior-Deck zweimal gespielt. Deshalb möchte ich das eher so außen vor lassen. Aber ich habe auch da gesagt, es ist eine gute Karte. Ich habe ihn nicht bewertet, weil ich habe die Bewertung von 1 bis 5 eben nur bei Explorers gemacht. Aber es ist schon okay. Aber give a random weapon in your hand plus 1 plus 1. Das random weapon spielt fast keine Geige. In einer Welt, wo wir momentan nur die Fiery War Axe und den Blutschrei sehen, ist das random recht irrelevant. Und das plus 1 wird jetzt auch nicht die Welt verändern. Das ist nett, aber das ist keine Weltveränderung. Aber das plus, plus 1, wir kriegen eine Weapon Charge, das ist insane. Also, wir machen aus unserer Fiery War Axe eine 4-3er-Waffe, boom. Wir machen aus unserem Blutschrei einen 8-2er, wow. Da können wir 15 Schaden mitmachen ins Gesicht. Also, die Karte ist meines Erachtens keine Dreierkarte. Auch wenn die Stats sogar, nur die reinen Stats mit 3x3x3 schon wieder nicht mehr meines Erachtens Vanilla sind. Aber der Battlecry ist einfach super stark. Ich finde die Karte super. Keine 5, das ist ein bisschen krass, weil erfordert Aktivierung, brauchst eine Waffe, hat nur 3x3x3, nicht 3x4x3 oder 3x4. Und dann auch noch Random Weapon. Wie gesagt, das ist jetzt nur das i-Tüpfelchen noch, warum es keinerlei 5 bekommen könnte. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, eine richtig saftige 4. In der Arena absolut okay. Du willst viele Waffen haben beim Warrior. Und vor allen Dingen, das ist immer das Wichtigste, 3x3x3 ist absolut okay. Also 3x3x3 ist halt einfach 3x3x3. Sicherlich wird es immer darauf ankommen, was sind die anderen beiden Rares, die daneben liegen. Aber 3x3x3 mit einem potenziellen Mega-Effekt, der natürlich in der Arena noch mehr Impact hat. Weil einfach in der Arena man vom Grundsatz her weniger Waffen hat, vom Grundsatz her noch stärker die Waffen einsetzen kann, die Waffen nicht so gut removen kann wie im Constructed. Geht im Constructed auch nicht so gut, aber geht. Und von daher für mich eine 4. Kommt, jetzt, wir sind gerade bei G, deshalb kommen die ganzen Grime Street. Grime Street Smuggler. 3 Mana 2, 4, give a random minion in your hand plus 1 plus 1. Also 3 Mana 2, 4. Hier sind wir genau wieder wie immer beim gleichen. Wir sind bei den berühmten Vanilla Stats. 3 Mana 6 Statpunkte. Nicht so geil verteilt. Mit einem Effekt, der okay ist. Ja, unterm Strich bekommen wir vielleicht ein 3-Mana, 3-5er, es ist aber ein Random-Minion, wir bekommen das nicht sofort, also wir kriegen zwar den Battlecry direkt, aber das Minion müssen wir auch erstmal spielen, von daher ist das für mich eine absolute Dreierkarte. Kann nicht 2 sein, weil dafür sind die Stats dann zu vanillig und kann keine 4 sein, weil ein Minion Random ist halt eine absolute Dreierkarte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und für die Arena gilt das quasi genauso. 3 Mana 2-4 mit einem Effekt, den du zu 98% auslösen kannst. Absolute Dreierkarte. Aber auch eben keine Unter-Dreierkarte. Weil die wird auf jeden Fall wird das eine absolut in Ordnung eine Arena-Karte sein. Klare 3. Kabalkurier. 3 Mana 2-2, das ist wieder eine von diesen Karten, die für drei Klassen gelten, in diesem Falle Mage, Priest und Warlock. Wir haben eine 3 Mana 2-2er Karte, was ziemlich schwach ist. Ich muss es wieder etwa verteilen wie 2 Mana 2-2 und 1 Mana für das Discovern. Immer wieder das gleiche bei diesen Karten. Auf der einen Seite hat das Discovern ein Riesenpotenzial, auf der anderen Seite ist das Discovern sehr, sehr random. Für welche drei Klassen war die letzte Karte? Die ist neutral. Achso, oh ne, die ist für Paladin, Warrior und Hunter. Immer bei diesem Ding ist die für drei verschiedene. Und das ist halt, ja, ich weiß es nicht. Es ist für mich auch wieder eine glatte 3. Weil Potenzial und potenzielles Misslingen des Discoverns halten sich etwa die Waage.
Es ist so, dass ihr immer eine Mage Priest und eine Warlock-Karte discovert. Es kann nicht passieren, dass es 3-0 oder 2-1 oder so ist. Es ist immer von jeder Klasse eine. Und es kann natürlich leicht passieren, dass die von der jeweiligen Klasse dann Kacke sind. So. Und wenn du plötzlich irgendein Kack-Secret, was weiß ich was, ein Silence und vom Warlock ein Flame-Imp angeboten bekommst, dann hast du halt für 2 Mana ein 2-2er, für 1 Mana eine Karte, die du nicht willst, die musst du auch noch bezahlen. Also, ich tue mich schwer, der Karte eine 2 zu geben. Also für mich ist die Karte auf gar keinen Fall mehr als 3. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann ist sie eher 2. So, ich denke, sie liegt irgendwo bei mir im Bereich, hallo Mümmelchen, 2,8. Klassenkarten sind meist stärker als neutrale, das ist richtig, ja. Aber du musst sie halt auch gebrauchen können. Du musst sie halt einfach auch gebrauchen können. Zu dem Zeitpunkt. Ja, und deshalb habe ich mich einfach für eine 3 entschieden und nicht für eine 2. Weil es einfach auf jeden Fall meines Erachtens über 2,5 ist. Für die Arena natürlich sind diese Karten immer ordentlich. Auch keine 4, aber da vielleicht eine glatte 3. Weil wir natürlich immer das Potenzial haben auf Legendaries oder auf richtig starke Sachen. Und das ist vom Grundsatz her in der Arena sehr, sehr gut. Cabal Talon Priest. 3 Mana, 3-4. Da sind wir so bei unseren absoluten Vanilla-Stats, wo ich sage, ja, das sind die momentanen Vanilla-Stats. Das waren sie vor 3 Jahren noch nicht. Da war 3 Mana, 3-3 noch absolut okay. Es orientiert sich naturgemäß immer ein kleines bisschen höher auf Dauer. Was aber auch logisch wäre, weil wenn jetzt auf einmal, ich sage mal ganz kurz, wenn jetzt wieder 3-3 die Vanilla-Stats wären, dann würde sich ja keiner die neuen Karten kaufen. Es ist ja immer so, dass Leute immer auf der Suche sind nach besseren Karten. Und wenn ich gute Karten habe, ist das schön, aber ich bin immer auf der Suche nach besseren Karten. Also wenn mir jemand einen Koffer mit 1 Million anbietet, dann ist das schön. Wenn aber einer sagt, ich gebe dir 5, dann ist der einfach besser. Und so ist es mit Karten im Prinzip, wenn neue Editionen rauskommen auch. Du hast, sagen wir mal, ein bestehendes Deck und du guckst in der neuen Edition, sind da Karten drin, die besser sind. Vermutlich werden 1, 2 Karten dann drin sein und dann nimmst du 2 Karten, die du gut findest, raus und packst die noch besseren rein. Das wäre jetzt ein 1-zu-1er, ja, Austausch, sozusagen. Nee, Zumi, wäre ich Tante, könnte ich mich bei diesem Chat nicht auf die Karten konzentrieren. Ich konzentriere mich überhaupt nicht auf den Chat. Vor allem, da gibt's ja, ne, ist ja, ich habe alles unter Kontrolle, weil ich mich einfach einen Scheißdreck drum bemühe gerade. So, das ist das. 3x3-4 absolute Vanilla-Stats. Dazu habe ich den Battlecry, give a friendly minion +3 health. Was kommt uns als allererstes in den Sinn? Natürlich der Dark Cultist aus Naxxramas. Der war 3x3-4 und hatte als Death Rattle give a random friendly minion +3 health. Hier haben wir zum einen fällt das random weg und zum zweiten ist das ein Battlecry. Das heißt, wir können es sofort nutzen und nicht sind nicht erst darauf angewiesen, irgendwie zu sagen, ja, kill das mal oder ja, oh scheiße. Man hatte als Gegner immer noch die Möglichkeit, bei dem Dark Cultist, den Dark Cultist zu töten. Und dann hat er eben nicht geprockt. Dark User, mein Schatzi-Mäuschen, vielen, vielen, vielen Dank. Ach, oh, Dark User. Oh Gott. Oh. Oder Accuser. Ich hab dich lieb. Das war mein Song. Nur kurz nebenbei. Der Accuser, vielen, vielen Dank, mein Schatz. Ich geh nachher in Ruhe nochmal drauf ein. Oh, ich werde ganz kribbelig. Dankeschön. So. Die Karte ist meines Erachtens ganz, ganz knapp vor zu gut. Der Dark Cultist war schon, also zu gut kann man nicht gleichsetzen mit OP. OP ist die Karte nicht, aber die Problematik ist natürlich, der Priester ist im Moment sehr schwach, also muss man den Priester wieder pushen, also bringt man irgendwie eine Karte raus, die halt so auf den ersten Blick
mega krass ist. Ich meine, was geht ab? Ich spiele auf 2, einfach ganz einfaches Beispiel, ich spiele auf 2 einen 3-2er und spiele auf 3 das Ding, dann habe ich auf 3 einen 3-4er und einen 3-5er. Also das ist wirklich eine Karte, wo ich wirklich sage, das ist 5,0. Da gibt es für mich nichts zu diskutieren. Die Karte ist monster ultra insane. Die Karte ist schon fast bei 6,5. Ja, genau. Aber da ich das eben nicht mache, also da ich jetzt eben nicht sage, wir machen jetzt drüber, bin ich halt höchstens noch bereit dazu, Sachen dazu zu sagen. Die Karte ist einfach nur BOOM! Ich verstehe nicht, warum die Karte mega ist, mal schauen. Weil ich einfach das Maximale bekomme für meinen Mana. Das ist bombenkrass. Es ist ein Kamen. Die Karte wird uns in Arena die Hölle bereiten. Die Karte ist einfach Monster. Im Constructed, in der Arena, in allem. Die Karte ist einfach ultra super fett. Ja, damit, das war das Plädoyer zum Talon Priest. Die Karte ist einfach ultra krank. Okay. Kazekus. Ich versuche jetzt so ein bisschen außen vor zu lassen, dass Kazekus total lustig ist. Das ist egal. Wir haben absolut keine Vanilla-Stats. 4 Mana 3-3 ist natürlich totaler Kack. 3 Mana 3-3 ist so gerade okay. Es kommt natürlich auf den Effekt an. If your deck has no duplicates, create a custom spell. Für die, die das jetzt nicht wissen, hey, was ist ein custom spell? Erkläre ich das kurz und knackig. Du kannst dreimal aus 3 Karten wählen. Der erste Pick ist immer, möchtest du einen 1-Mana, einen 5-Mana oder einen 10-Mana-Spell dir kreieren. Du kannst es natürlich so machen, wie es dir gerade beliebt. Brauchst du gerade was Schnelles, Knackiges, nimmst du den 1-Mana-Spell. Brauchst du irgendwas Cooles in Curve, nimmst du einen 5er. Brauchst du als Control-Deck ein Razzifazzi-Potzi-Ding, nimmst du einen 10er. So, und dann wählst du noch aus 2 weiteren 3er-Picks aus. Das kann zum Beispiel sein, einer von den 3er-Picks, ziehe 3 Karten. Mache 6 Schaden an allen Minions. Deal 8 Damage. Das sind zum Beispiel die 10er Sachen, die da so rauskommen können. Also richtig knacke Dinger. If your deck has no duplicates, create a custom spell. Das heißt, ein guter Einsatzort Kazekus und Reno zusammen. Ja, indem ich zum Beispiel nicht sage, ich habe jetzt hier irgendwie Reno und versuche den mit Cthulhu zu spielen. Aber ich sage, da ist so die Synergie einfach nicht so gegeben, meines Erachtens, aus besagten Gründen. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich habe Kazekus und Reno, habe ich natürlich auch direkt so... Ich meine, du wirst kein Reno-Deck spielen ohne Kazekus. Und auch nicht umgekehrt. Ja, aber am Ende so ein Razzi-Pozzi-Zehner zu haben, und die sind Razzi-Pozzi. Wie gesagt, es gibt, glaube ich... Was sagte Blizzard? Over 100 Possibilities. Und die kann ich euch natürlich nicht alle nennen. Ja, der Spells, die man da kreiert. Cooles Ding. Interessantes Ding. 5 nicht, weil dafür viel zu teuer. Also 4 Mana 3-3. Dann eventuell ein Super Spell, der aber 10 Mana kostet. Für mich eine Karte, die natürlich irgendwie so total crazy ist. Und das war für mich irgendwie eine 4 wert. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich ihr, glaube ich, eher eine 3 geben. Weil die Karte nahezu nicht einschätzbar ist. Es ist so ein bisschen, ja, wie kann man diesen Spell nutzen? Ich kann mich nicht auf den Spell verlassen. Ich kann nicht sagen, ich baue mir diesen Spell, sondern der wird immer anders. Oder es kann sein, dass er anders wird. Und, aber lustig. Glaubst du, wenn es Reno nicht mehr geben wird, wird es pure Kazekus-Decks geben? Also, was heißt pure? Wird es dann noch Kazekus geben? Das stellt sich die Frage, ob der alleine es wert ist, ein Deck zu bauen. Aber mit Reno und Kazekus ein schönes, fettes, langsames, ich löre meinen Gegner zu Tode Deck, kann ich mir sehr gut vorstellen. Guten Appetit, Minimi. Die Karte ist schwer einzuschätzen. Aber wie gesagt, ich kann mir das gut vorstellen in so einem Reno-Warlock. Geil. Cooles Ding. Ich wollte hier eine 4 geben. Meine Argumentation ist diesbezüglich jetzt nicht so atemberaubend, ich weiß. Aber für mich keine durchschnittliche Karte, weil dafür hat der Spell zu viel Potenzial. Und da man die Karte faktisch immer mit Reno spielt und somit immer als Control-Deck spielt, das ist halt faktisch gar nicht anders möglich,
Finde ich die Karte sehr gut. Zusätzliche Karte passt. Okay? Neutral, ne? Nur nochmal eben neutral. Cookie Chemist. Oh, da habe ich lange überlegt. 4 Mana, 4-4, da sind wir genau wieder dabei. Es sind keine Vanilla-Stats, bla bla bla. Und viele von euch werden jetzt auch bestimmt sagen, ja, die Karte ist aber doch keine 4. Also, ich musste mich... Also, sie liegt nicht bei 4,4. Ich habe ewig überlegt, gebe ich der Karte eine 3 oder eine 4? Und ich glaube, viele würden einfach sagen, ich gebe ihr eine 3. Und irgendwie finde ich da noch absolut in Ordnung. Aber ich stehe zu meiner 3,51, weshalb ich mich dann dazu bewogen habe, sie auf 4 zu setzen, weil ich das doch eine sehr gute Arena-Karte finde. Für 4 Mana 2-2-4-4 ist... Also, ich finde die Karte besser als den Crazed Alchemist. Weil auf 2 ist... Kazekos ist doch für Hexamage Priest. Ist dem so? Oh, Kazekos ist keine... Oh, Entschuldigung. Alles klar, ich höre gerade aus der Regie. Danke, Charles, danke, Accuser. Oh, Kazekos ist für Hexer, Mage und Priest. Alles klar. Dankeschön. Gut. Alles klar. Ist eine Gildenkarte, alles klar. Gut. Steht da gar nicht dran, ne? Gut, davon mal abgesehen, dass ich die Karten natürlich nicht für jede Klasse einzeln einstufen wollte, spielt es eh keine Rolle, aber gut. Okay. Danke für die Aufklärung. Und ich glaube, weil, also, der Crazed Alchemist ist einfach schlechter. Weil auf 2 Mana, wenn ich den auf 2 was spielen möchte, kann ich den kaum spielen. Da ist der 2-2er einfach deutlich schwächer als der 4 Mana 4-4er. So, ein bisschen nur, aber entscheidend ein bisschen. Und ich glaube, der Effekt ist für die Arena so gut. Es gibt diesen Effekt ja kaum. Hat ja eigentlich nur der Crazed Alchemist, dass der wahrscheinlich etwa die Qualität eines Dark Eyed Dwarfs hat. Das ist so meine Einschätzung. Sicherlich, der Dark Eyed Dwarf macht immer das, was er macht, nämlich plus 2 Attack. Der Dark Eyed Dwarf würde auch eine 4 bekommen von mir. Ob jetzt 4,4 oder 3,7 spielt keine Geige. Für mich ist der Cookie Chemist eine 3,5, 3,51, whatever. Und ich finde ihn echt gut für die Arena. In Constructed wird er keine Chance haben. Ja, für Constructed ist er eine 3 und wird nicht gespielt werden. Peng. So. Aber ich finde, das ist so eine gute Arena-Karte, dass ich ihm eine 4 gegeben habe. Oder dass er auf 4 rutscht, weil ich ihn auf 3,51 gesetzt habe. Okay? Ich freue mich, wenn ihr anderer Meinung seid. Deshalb dürft ihr mich nachher schön bügeln. Kroon the Forgotten King. Yes! Also Gildenkarten sind die hatten wir für 3 Klassen. Das ist ganz genau. Es gibt 3 Gilden. Also, ne? Es gibt 3 Gilden und die sind festgelegt. Und, also die wechseln nicht. Es ist nicht mal Hexer, Mage, Priest, Hexer, Hunter, Druide, sondern das ist festgelegt. Na? Kroon the Forgotten King. Okay, was haben wir? Ein 10-Maler 7-7er ist natürlich eine absolute Katastrophe. Choose one, gain 10 Armor or refresh your Mana Crystals. Refreshen heißt komplett auffüllen wieder. Das heißt, entweder ich tue was fürs Board, Klammer auf, spiele einen 7-7er, Klammer zu, und kriege 10 Leben in der Not. Richtig gut. Oder ich spiele einen kostenlosen 7-7er. Ich spiele den, kriege einen 7-7er und habe wieder 10 Karten, 10 Mana. Szenarios spielen. Habe ich für 9 Mana, also beziehungsweise ich habe ja noch eins dann übrig, habe ich theoretisch für 9 Mana einen 7-7er, einen 5-9er und 2-2er Towns. So. Ich finde den Karteneffekt sehr, sehr toll, sehr, sehr geil. So. Und ich glaube auch, dass die Karte auf gar keinen Fall unter 4 liegt, sondern eher zwischen 4,4 und 4,6. Warum habe ich mich hier für die 4 entschieden? Diese Karte konnte für mich keine 5 werden, weil dafür ist sie einfach absolut zu teuer. 10 Mana. 10 Mana ist zu viel. Beim Druiden habe ich natürlich, ich sag nur Ramp, ich sag nur Innervate, noch die Möglichkeit, das Ding
deutlich schlechter. Nein. Nein, nein, du refresh die ja nur. Du refresh ja, refresh your Mana Crystals FIFA heißt, du füllst die auf. Du kriegst nicht mehr. Na, er fragt ja gerade, was ist, wenn du ihn auf 6 Double innervatest, hast du dann in dem Turn danach immer noch 10 Mana? Nö, dann hast du 7. No? Weil du refresh die ja nur. Für mich keine 5, weil ich mir einfach gedacht habe, ich glaube, es ist eine sehr, 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 sehr langsame Karte. Und die Frage, die sich wieder stellt, wird diese Karte in einem Druiden-Deck mit der Langsamkeit irgendwie controllig etc. gespielt werden? Und da sage ich, eventuell. Aber ich denke, 4 ist absolut ausreichend. Aber ist es wirklich eine starke Karte? Kann man dann nicht einfach Arcane Giant spielen oder ist das mindestens 10 Leben so gut? Das Potenzial zu haben, sich um ein Drittel zu heilen, halte ich für sehr stark. Siehe Feral Rage. Aber Arcane Giant kannst du jetzt nicht unbedingt in einen Topf mit ihm schmeißen, weil du ein Arcane Giant spielst du im Maligos Deck, wo das Deck zu 80-90% aus Spells besteht. Ja, Druide besteht immer zu viel aus Spells, das stimmt. Aber den spielst du ja in irgendeinem gearteten controlligen Druiden-Deck. Also in irgendwas ja, langsamerem, meinetwegen auch mit Control, whatever. Ja, aber da musst du ja nicht zwangsläufig dann zwei Nourishes drin haben und solche Sachen. Und hier Moonfire und so ein Kack. Ne? Das spielst du ja nicht mit Moonfire. So. Von daher sehe ich die Problematik, dass es erstmal wieder ein Deck geben muss, wo man sagt, no, da ist der interessant drin. Aber ich finde den Effekt toll, ich finde die Idee toll und sehe da Potenzial. In der Arena ist das Ding auch ziemlich cool. Für 10 Mana einen kostenlosen 7-7er zu spielen, ich meine, das kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie viel Mana man noch, Karten man noch übrig hat. Also wenn du den Top deckst, dann bringt dir das alles nichts, dann kriegst du halt 10 Leben, aber nimmst du halt mit. Aber die Möglichkeit zu sagen, ich tue entweder was für mein Leben und für Sport, ist sehr, sehr geil. Aber auch zu sagen, ich tue was fürs Board, füll meine Mana Crystals auf und kann noch mehr fürs Board tun. Aber ich kann es entscheiden. Ich kann es einfach selber entscheiden. Und ich finde die Karte sehr, sehr gut. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die gespielt werden wird im Constructed. Lotus Agents. Okay. Hier kommen wir mal eine, hier haben wir die nächste Gilde, Druide, Rogue und Schamane, 5 Mana, 5-3, Discover a Druid, Rogue und Shaman Card. Hier sind wir wieder dabei, wir kriegen von jeder Klasse eine angedreht und im Vergleich zu den 3 Mana 2-2ern ist die Karte im Prinzip genauso. Wir haben nämlich für 4 Mana 5-3 und für 1 Mana den Battlecry. Die Sache ist aber die folgende. Da ich gegen einen 2-2er nicht wirklich was tun muss, aber gegen einen 5-3er schon. Ja? Siehe, wie heißt der Kerl vom Mage? Ethereal Conjurer. Habe ich ihm eine 4 gegeben. Weil das ist der beste Fall. Du schwängelst dir was Schönes raus aus den 3 Karten, aber kannst dann auch eben noch einen, ja, sagen wir mal, du kannst was aufs Board legen. 5-3. Das ist nicht nix, sondern das ist einfach was. Das ist einfach ziemlich cool. Und ich glaube, das ist bisher die wir bisher besprochen haben, wohlgemerkt, die coolste von diesen Gilden-Discover-Karten. Ist im Prinzip ein Attack vom Ethereal Conjurer entfernt und discovered halt crazy things. Und auch hier wieder, Potenzial und Grütze gleichen sich aus. In etwa. Ne? Also man müsste jetzt ganz genau gucken, wenn ich Druide bin, was bekomme ich für Rogue und Shaman Karten, wie viele möchte ich haben, wie viele möchte ich nicht haben und so weiter. Aber wir wollen da mal ein bisschen ne, nicht übertreiben, ihr versteht aber, was ich meine. Finde ich, diese Karte ist eine 4. Keine 4,3 oder 4,4, sondern eher im Bereich 3,8. Aber ich finde sie über 3,5 und deswegen habe ich ihr eine 4 gegeben. Bisher die coolste Gildenkarte. Arena super, klar. Nein, es ist wie im Discovern. Es kommt von jeder Klasse eine Karte. Es kommt von jeder Karte
Von jeder Klasse eine Karte. Und damit beschwert er sich, dass der Volcanic Drake zu wenig Leben hat. Ja, aber du kriegst da keine Karte. Du kriegst keine Karte. Du kriegst keine Karte. Bei dem Ding kriegst du auf jeden Fall die Karte. Lotus Assassin. 5 Mana, 5, 5 Stealth. Ich denke, alleine das ist schon die 5 Mana. Siehe Stranglethorn Tiger. 5 Mana, 5, 5 Stealth ist Stranglethorn Tiger. Wie immer, kann nicht so leicht gekillt. Kann faktisch nicht gekillt werden im Stealth. Das Einzige, was der Stranglethorn Tiger hat, ist die Beast-Synergie. Aber whenever this attacks and kills a Minion, und das ist recht wahrscheinlich, dass du mit einem 5-5er Minion killst, gain Stealth. Das heißt, die Chance, dass du mit dem Ding zweimal angreifen kannst, ist recht hoch. Ist recht hoch. Und daher von mir unmöglich, eine 3 zu geben, weil einfach zu gut. Ich glaube, der Stranglethorn Tiger liegt schon bei 3, und ein bisschen. Und das ist für mich eine 4 auf jeden Fall. Wo ich den jetzt exakt verorten würde, weiß ich nicht, spielt aber auch keine Rolle, ist auf jeden Fall eine 4 und eine wirklich coole Rogue-Karte, aber auch nicht irgendwie zu gut oder irgendwie, sondern cool, aber eine Karte, wo ich sage, cool, in der Arena Monster. Arena hat noch weniger Potenzial auf, also ich meine, was ist realistisch? Realistisch ist doch, ich greife mit dem Ding einen 3-3er an und dann bleibt das Ding als 5-2er Stealth liegen, aber du musst dann eine Antwort haben und die hast du in der Arena ja mal easy peasy nicht unbedingt. Das ist die Geschichte dahinter, warum ich das Ding echt cool finde. In der Arena geht die Karte schon eher in Richtung 5 als in Richtung 3. Also da liegen wir wahrscheinlich eher so bei 4,4 meines Erachtens. Eine richtig gute Arena-Karte, eine richtig gute Arena-Karte. Hast du Karten noch was anderes als 4 von 5 gegeben? Hajo, vorhin wurde ich angeflaumt, dass ich Karten gestern fast nur 3er gegeben habe. Jetzt werde ich angeflaumt, dass ich Karten 4er gegeben habe. Warten wir einfach ab. Vielleicht kommen die nächsten Karten, werden vielleicht 1er und 2er. Dann haben wir so alles abgedeckt. Ich lasse mich nicht davon beirren, wie oft ich welche Sachen dann vergebe. Wenn ich meine, eine Karte ist eine 4 wert, dann kriegt sie eine 4. Wenn ich meine, eine Karte ist durchschnittlich, dann kriegt sie eine 3. Da bin ich... Das ist mir Rille. Und die Karte ist für mich eine 4. Okay, bei der Karte muss ich ehrlich sagen, tue ich mich sehr schwer. Draw 2 cards, minions drawn, cost 2 less. Das ist halt so ein Gambling, ja. Also wenn ich 2 Minions ziehe, dann kosten mich die Minions insgesamt 4 Mana weniger. Ich habe 5 dafür bezahlt, also kriege ich für 1 Mana 2 Karten. Gut. Wenn ich ein Minion ziehe, dann kostet mich das Minion 2 weniger, dann kriege ich für 3 Mana 2 Karten. Dann habe ich ein Arcane Intellect. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, diese Karte liegt irgendwo bei 2,8, 2,9. Aber irgendwie ziemlich 3. Meines Erachtens nicht besser als 3, weil dafür beinhaltet ein Deck dann doch meistens zu viele Spells. Und 5 Mana ist mir absolut zu teuer. Von daher eine schwache 3. Eine schwache 3. In der Arena könnte man glauben, eher brauchbar, weil man hat ja deutlich mehr Minions im Deck. Aber da willst du für 5 Mana nicht so ein Ding da spielen. Also, einfach zu gambelig. Aber Potenzial ist natürlich da. Also, wenn wir das Ding auf 5 spielen könnten und ziehen dann irgendein Minion, was 2 kostet, können wir kostenlos spielen und ziehen dann Kuhn und der kostet plötzlich nur noch 8. Also, Potenzial da. Aber zu random. Von daher, schwache 3. In der Arena, wie gesagt, eher nicht zu gebrauchen, weil ich da nicht die Möglichkeit habe, weil ich da einfach nicht die Möglichkeit habe, 5 Mana zu benutzen. Das ist eine Druidenkarte. Weg. Deshalb hatte ich auch auf Kuhn angesprochen.
Win More Karte oder zieh Jock? Nicht unbedingt. Ich glaube schon, dass du gewisse Sachen damit hervorzugeln kannst. Die Frage, die man sich stellt, spielst du diese Karte oder spielst du Nourish? Und Nourish wurde ja schon nicht so wirklich gespielt und Nourish war eher für jetzt für den Maligos Druid. Wie gesagt, es ist keine Karte, wo ich sage, ja, es ist eine 2. Ich glaube nicht, dass sie gespielt werden wird. Und ich glaube, sie ist eine schlechte 3, aber sie ist noch eine 3. Aber wenn jemand sagt, für mich eine klare 2, könnte ich damit auch leben. Wenn für mich jemand sagt, das ist eine 1, dann würde ich sagen, nee. Zu viel Potenzial, zu viele Möglichkeiten. Und dafür ist es auch schon zu gut, wenn man einen Minion zieht. Eine 4 ist, glaube ich, auch unmöglich, aber... Ne? Manic Soulcaster. 3 Mana, 3, 4. Choose a friendly minion, shuffle a copy into your deck. Boom. Klar, man muss jetzt auch direkt ein kleines bisschen auf die Bremse treten. Wir füllen unser Deck. Das ist was vom Grundsatz her, was wir in Hearthstone niemals wollen. Aber wir kriegen einen friendly minion. Ja, und wir werden nur gute Sachen in unser Deck tun. Und wir kriegen einen 3 Mana, 3, 4er. Ich finde die Karte einfach super. Keine 5er-Karte, weil ich die Karte ja nicht irgendwie ziehe, sondern nur ins Deck, die kommt. Und ich brauche ein weiteres Minion auf dem Board, sonst ist sie nur 3 Mana, 3, 4. 3 Mana, eine 3, 5er kann sie nicht sein, weil dafür sind allein die Vanilla-Stats schon zu gut und der Effekt viel zu gut. Eine 5 kann sie nicht sein, weil dafür ist es mit reinmischen und... wir müssen Minion auf dem Board haben zu viel, es wird zu viel erwartet vorher. Eine ganz klare 4, super Karte, für die Arena, super Karte. Tja. Was soll ich sagen? Cool. Finde ich gut. Emperor Replacement, was meinst du, Captain, in welchem Deck? Also, das Interessante ist immer, eine Karte, die im schlimmsten Fall 3 Mana 3, 4 ist, ist ein Spider-Tank als Nicht-Mech. Und das ist super. Punkt. Hier muss man auch wieder sehen, ist ein Epic. Muss man auch mal so ein bisschen im Auge behalten. Ein Mage-Epic. Was werden die anderen Mage-Epics sein? Ja. Oh! Eine Karte, wo ich auch lange drüber nachgedacht habe. Der eine wird bestimmt jetzt auch mal sagen, ja, das ist aber heftig, eine 5 von 5er. Ein Mana, give your minions plus 1 plus 1. Ich glaube nicht, dass die Karte eine Dreierkarte ist. Wir zahlen zwar eine Karte für diesen Buff, aber das Potenzial ist, glaube ich, ziemlich groß. Potenzial, das ist eine Druidenkarte, Potenzial mit... den ganzen Token-Sachen, Potenzial mit dem ganzen Krümmelkram, den ich als Druide habe, Potenzial mit sämtlichen Buff-Sachen, die ich als Druide habe, für mich natürlich keine 5 wie der Talon-Priest. Ja, sondern eher so eine 4,5-1er. Aber für ein Mana beim Druiden allen Minions plus 1 zu geben, das ist schon ziemlich geil. Und das hat mich halt dazu bewogen zu sagen, boah, das ist schon eine ziemlich krasse Karte, wie ich finde. Klar, die Karte braucht ein bestimmtes Deck. Die packst du nicht in irgendein random Druiden-Control-Deck, sondern die willst du im Rapotti-Deck haben. Aber der Druide hat ja nun wirklich genügend Möglichkeiten, Rapotti zu machen. Ja, und selbst in der Arena für ein Mana ist einfach super. Das ist einfach super. Und ich kann völlig falsch liegen. Und Leute sitzen jetzt da und denken sich, ach du Scheiße, der hat ja gar keine Ahnung. Ist möglich. Ich glaube, die Karte ist unfassbar gut. Das ist ein Kamen. Wir kriegen die in der Arena ständig. Wir können die zweimal ins Deck tun. Ich finde die super. Sowohl für Arena als auch
Für Constructed. Für Constructed heißt es einfach nur Rambazzotti und in der Arena heißt es einfach nur Super Value Trades. Und Rapotti. Okay? Mean Street Marshal. Ein Mana, 1-2, Death Rattle if this minion has two or more attack draw a card. Das heißt, wenn wir das Minion irgendwie auf 2-2 oder 2-3 oder whatever bekommen, siehe Grime Street Kollegen, ne, da kriegen wir es ja auch in der Hand direkt gebufft als 2-3er, dann kriegen wir den quasi kostenlos. Dann ist es gut. Dann ist es so, dass wir sagen können, wir können für ein Mana ein 2-3er spielen, ohne Nachteil mit Draw or Death Rattle Draw a Card. Insane. Aber dazu muss einiges stimmen. Wir müssen den Mean Street Marshal auf der Hand haben. Wir müssen den Grime Street Uzi Muzi da auf der Hand haben. Wir müssen erst den Grime Street Uzi Muzi spielen, um danach das Ding hinzulegen. Was bringt es uns wiederum, den Mean Street Marshal nach dem Uzi Muzi Grime Street Typ zu spielen? Also das ist mir ein bisschen zu sehr könnte, hätte, wäre. Ich grüße euch alle. Wenn ich jemanden nicht gegrüßt habe, tut mir das leid. Ich bin im Redefluss. Bitte gönnt mir das. In aggressiven Decks, also natürlich, also wenn, dann wohl in aggressiven Decks, mit dem Grime Street Uzi Muzi, da geht was, ja. Da kommt auch gleich noch eine Paladin-Karte, die dem noch, die das Ganze noch weiter befeuert. Aber das ist mir alles zu brutto und deshalb habe ich netto gesagt, ist es eine 3-5er. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den zu buffen, Schwabu. Das ist korrekt. Du kannst ihn natürlich auch mit Blessing of Kings und. Aber das ist alles zu könnte, hätte, wäre. Du willst ja nicht das Ding hinlegen und dann ein Blessing of Kings da drauf. Du willst ja nicht das Ding hinlegen und dann ein... Wie heißt das nochmal? Warum nicht gleich Loot Hoarder? Weil das Ding ein Potenzial hat. Du spielst das Ding ja nicht auf 1. Ne? Wexi, danke fürs Followen. Hier ist ganz klar wieder A-Moll-Zeit und wir trauern um den Zombie-Chow. Oh Zombie-Chow, wo bist du? Oh Zombie-Chow, komm zurück. So, so war es gestern. Aber heute, Anfang des Dezembers, Mixtures, da bist du ja endlich. Wir freuen uns den Arsch ab. Endlich wieder ein Zombie. Ciao. So, das war mir wichtig. Da noch mal kurz ein kleines Statement zu abzugeben. Ich, dem fehlt ein Leben, denke nicht, dass man den mit Zombie Ciao vergleichen kann. Doch. Und zwar ist das für mich eine Boom, 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 boom. Fünferkarte. Ein Mana, 2-2, ja. Es ist ein Riesenunterschied, ob eine Karte für ein Mana 2-2 oder 2-3 hat. Ja. Ja, das ist ein Unterschied. Aber, wenn ich gegen Aggro spiele, habe ich mit dem Zombie-Chow, sagen wir mal, eine Plus-Minus-Null-Geschichte gehabt. Weil der Gegner füllt... Beim Zombie-Chow könnte ja auch draufstehen, Opponent gains 300 Lives. Ist völlig egal. Aber hier restore ich bei mir noch 4 Leben. Dass der Gegner, da könnte auch stehen, restore 1000 health to your opponent and 4 to you, ist egal. Ich kriege für ein Mana ein 2-2er und dazu kriege ich noch 4 Leben. Das heißt, gegen aggressive Decks hole ich mir noch ein bisschen Leben zurück. Für mich keine Diskussion. Glatte 5, Granatenkarte. Ist eben genauso wie Dr. Boom. Also ist so schwer zu fangen. Wie will ich jetzt den, sagen wir mal, den AOE vom Priest, den wir gestern hatten, mit 5 Schaden an alle, mit dem Ding vergleichen? Ja, pff. Hey! Neutral, ein Mana, 2-2. Das sind die... An dem Text saß er die ganze Nacht. Schnauzemuffelchen. Diese Karte habe ich mir die ganze Nacht angeguckt. So. Und ihr könnt von dieser Karte halten, was ihr wollt. Das ist mir nichts egaler. Ich habe
extra noch beim Ben angerufen und habe gesagt, Alter, mach mal wieder einen Zombie-Ciao. Und er hat gesagt, Bums, da kam das Ding. Ja, supergeile Karte. Supergeile Karte für die Arena. Ja, das ist ein Ein-Mana-Drop. Klar, unterm Strich, immer easy peasy möglich, dass der Gegner ein 2-3er spielt. Aber das Problem kommt halt immer mal irgendwie auf. Richtig geiles Ding. Wird nicht gespielt, sagt der PC. Sehe ich anders. Wird gespielt. Sowohl im Constructed als auch in Arena wird Hardcore gespielt. Also gut, wenn natürlich die Meta zu 98% aus Agro besteht, dann wird das Ding nicht gespielt. Aber auf eins kannst du dich verlassen, PC. Ich spiele das Ding. Zweimal. In jedem Deck. Meistens. Coole Karte. Ich mag die sehr. Patches the Pirate. Ich habe super oft gebrüllt, bitte Blizzard, macht mal ein paar Legendaries, die nicht immer 8 Mana kosten. Sondern endlich mal was, irgendwas zwischen 0 und 4 Mana. Und nicht immer nur boom, boom, boom. Dicke Geräte und zack, bums, kommt Patches the Pirate. Und ich denke mir wieder, oh nee, nicht so was. Okay. Ein Mana, 1-1 Charge. Das ist ein Boar, das ist ein Pirate. Also es ist in diesem Fall ein Pirate und kein Beast. Ne? After you play a Pirate, summon this minion from your deck. Das heißt, ich spiele einen Piraten, was auch immer für einen. Lass es beim Rogue ein South Sea Deckhand sein oder. Ich dünne mein Deck aus. Es ist draw a card, play a card, do one damage. Die Karte ist richtig gut. Aber, und das ist auf gar keinen Fall die Möglichkeit, dass es eine 5 ist, die Karte braucht ja Ultra-Aktivierung. Also, ich muss Piraten in meinem Deck haben. Und nur weil ich Piraten in meinem Deck habe, heißt das nicht, dass ich den spiele. Weil du willst ja nicht eine Karte ziehen und eine Karte playen und einen Schaden machen. Das ist ein bisschen low. Aber, wildes Konstruieren in meinem Kopf. Patches the Pirate. Gang up. South Sea Deckhand. Ich glaube, diese Karte wird uns noch Ärger bereiten. Glaube ich leider. Leider. Die Karte könnte man auch als Dreier einstufen, weil man sagt, man hat so viele Aktivierungsmöglichkeiten. Man könnte aber auch die als Fünfer einstufen, weil man irgendwie das Potenzial in dieser Karte sieht, dass die ekelhaft krank abgeht. Und genau deswegen habe ich mich für eine 4 entschieden. Aber ich darf mich nicht beklagen. Wer nach günstigen Legendaries brüllt, der... Das geht nicht, Muffelchen. Das ist ein Legendary. Jetzt wollen wir mal ein bisschen knusprig bleiben. Der ist zum Glück ein Legendary. Arena unbrauchbar. Klar, also... Also... Sagen wir es mal so, wenn ich jetzt Rogue spiele, es ist jetzt 10 mal wenn, aber ist egal, wenn ich Rogue spiele und wenn die anderen Karten Ned Pagel und Cho sind, ja, dann nehme ich Patches the Pirate, aber vom Grundsatz her. Oh. Pilfered Power, auch so eine Karte schwer einzuschätzen. Also, 3 Mana Druidenkarte, gain an empty Mana Crystal for each friendly minion. Ich spiele das Ding auf 3. Muss also eigentlich mindestens 2 Minions gelegt haben, damit sich das Ding rentiert. Weil für 3 Mana einen Empty Mana Crystal ist schwach. Ne? Siehe Wild Grow, welches ich sogar noch cyclen kann auf 10. Also schwierig. Die Sache ist die. In welcher Art von Deck möchte ich das Ding spielen? In einem super aggressiven Deck? Da brauche ich eigentlich nicht so viel Mana. In einem total controlligen Deck, da habe ich nicht so die Möglichkeit, an wirklich viele Minions zu kommen. Und wenn ich irgendwann mal viele Minions habe, dann brauche ich kein Mana mehr. Das ist ja immer dieses, oh Mana. Aber realistisch brauche ich ab Runde 6,5, brauche ich da noch mehr Mana. Ja, das ist der beste Fall. Auf 1 Living Roots, auf 2 Coin Pilfered Power. Aber so geil ist es auch nicht. So geil finde ich das auch nicht. Und ich
Hab lange überlegt, gebe ich der Karte eine 4 oder eine 3 und bin dann eher so zu dem 3,4er. 3,4er Dings gekommen. Aber Umarum tut die mich auf gar keinen Fall, wie ich das gerade im Chat sehe bei manchen. Also das auf gar keinen Fall. Sicherlich ist es nicht unter 3, weil dafür hat sie dann doch Potenzial. Aber ich stelle mir wirklich die Frage, in welchem Deck möchte ich diese Karte spielen? Und in welchem Deck nehme ich nicht lieber andere Mana-Generatoren? Wie sie heißen, wisst ihr alle, ne? Du klaust dem Gegner Mana, ist mega. WTF? Du klaust dem... Nee. Kachi, könntest du das erläutern, bitte? Ja, in der Arena völlig unbrauchbar. Also, ziemlich unbrauchbar. Pint-Size Potion. Karten, Design, insane. Idee dahinter, supergeil. Genau das, was ich will. Es gibt meines Erachtens viel zu wenig Karten in Hearthstone, meine persönliche Einschätzung, die Attack schmälern oder die dieses Minus haben. Das ist Magic komplett anders. Gut, ist ja auch kein Magic, ist ja Hearthstone, aber ich wünsche mir, dass es so kommt und so kommt. Der Priester hat ja immer Probleme mit den Vierer-Sachen. Mit den vier Attack-Minions. Und damit habe ich wieder eine tolle Möglichkeit. Tolle Möglichkeit, gute Trades zu machen. Tolle Möglichkeiten zu klauen, zu painen. Ja, zu deathen ja nicht, weil das geht ja nicht. Zu Shadow Madnessen. Also die Kombinationsmöglichkeiten mit dieser Karte, meine Damen und Herren, ist einfach ultra krass. Aber ich habe ihr nur eine 4 gegeben, weil es eben immer eine Aktivierung erfordert. Du kannst sie natürlich auch nehmen, ganz einfaches Beispiel. Gegner hat Board voll, wir haben Board voll, Pint-Size Potion, wir kriegen richtig gute Trades. So. Aber es erfordert immer Aktivierung. Sehr toll ist, die Karte kostet nur ein Mana. Ich denke, wenn sie 2 kosten würde, wäre sie immer noch genauso gut. Ungefähr. Aber du kannst sie eben wunderbar benutzen. Vor irgendwas. Und das finde ich toll. Auf gar keinen Fall eine 3. Also eher 4, und ein bisschen. Aber 5 war mir halt einfach zu viel, weil zu viel Aktivierung. In der Arena auch eine tolle Karte. Nicht wegen den ganzen Claw und Pain und sowieso Aktionen, sondern hauptsächlich für geile Trades. Meine Einschätzung. Superkarte. Wenn die Priestkarten weiterhin dieses Power-Level haben, hat Wizard es mal wieder ziemlich übertrieben, wie damals mit dem Schamen. Schwer. Ja, tatsächlich fällt uns auf, die Priesterkarten sind mega geil. Guck mal, da haben wir wieder eine 2. Piranha Launcher. 5 Mana, 2, 4. Whenever your hero attacks, summon a 1-1 Piranha. Das heißt, was ist der beste Fall? Ich greife mit dem Ding 4 mal an für 2 und fast unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Das ist richtig, aber du sagst es, Kombinationsmöglichkeiten. Du gibst immer zwei Sachen aus. 2 Karten. Und das darf man nicht unterschätzen. Aber gut, wir haben hier im allerbesten Falle 4 mal 2 Schaden und 5-1-1er. Also 8 Schaden und 5-1-1er. Über 4 Runden verteilt. Beim Hunter. Für 5 Mana. Leute, in welcher Hunter-Welt will ich diese Karte spielen? Kann mir das jemand sagen? Dann bin ich bereit, die Karte auf 3 zu setzen. Aber das ist doch... Was willst du mit dem Ding? Du willst doch keine Hunter-Karte haben, wo du 4-mal für 2 Schaden knüppeln kannst. So ein Schund. Dann nehme ich eine Glaivesuka, ist der Bart ab. Dann nehme ich einen Eaglehornbo, 1000-mal besser. Warum habe ich dem Ding keine 1 gegeben? Also die ist far away von 3, ne? Das ist klar. Die geht in Richtung 1. 1, whatever. Eine unbrauchbare Karte. Völlig unbrauchbar. In der Arena auch völlig unbrauchbar. Weil einfach viel zu langsam. Ist einfach nichts. Ist nichts. Ist nichts. Macht kein Tempo, macht keine Bordkontrolle, macht einfach gar nichts. Langsamer als ein Wombat. Ja. Kennt ihr die Faultiere aus Numenia? Guckt euch die mal an. Ja, auf jeden Fall unbrauchbar, ohne Gnade und totaler Bums.
Ja, also wenn ich es jetzt so durch meine Synapsen sickern lasse, fällt mir auf, ja, die Priesterkarten sind, die Piranhas sind Wildtiere, ja, da ist von auszugehen, genau. Ja, genau, Querzi, so in etwa, ja. Gleiches Level. Tentacle for Arms, genau, gleiches Level. Potion of Madness, die nächste Granatenkarte. Wäre die Karte besser mit 4 Mana? Selbstverständlich wäre sie besser, klar, aber immer noch nicht gut genug. Immer noch nicht gut genug. 4 Mana, ne, die willst du beim Hunter nicht spielen. 4 Mana für eine 2-4er Waffe. Du willst beim Hunter wenig Mana, viel Schaden und nicht super viel Mana, wenig Schaden, das ist Rummel. Potion of Madness. Gain control of an enemy with 2 or less attack until end of turn. Also ist im Prinzip wieder so ein Shadow Madness, aber Freunde der aufgehenden Sonne. Also, ja, es muss sich erstmal ein Minion finden lassen mit 2 or less attack. Ja, aber haben wir nicht vor 3,5 Sekunden über irgendwelche... Ich meine... What? Die Möglichkeiten sind unfassbar. Also die Möglichkeiten werden vor allen Dingen immer unfassbarer. Also am Ende des Tages habe ich so viele Buff und Swap und runter und hoch und irgendwie komme ich mit dem Priester mittlerweile mit allem ziemlich gut klar. Die Karte ist für mich so eine knappe 5. Es ist sehr ähnlich der Pint-Size Potion. Man könnte ewig darüber diskutieren. Im Gegensatz zur Pint-Size Potion ist der einzige Grund, warum ich der eine 5 gegeben habe, muss ich die da nichts mehr machen. Ich kann auch so ein Minion mit 2 or less attack till end of turn klauen. Und deshalb ist es eine 5. Ja? Das ist der einzige Grund dafür gewesen. Sonst würde ich sagen, okay, kriegt die auch eine 4 und gut. Aber, oh, was eine Karte. Das ist einfach wieder, wow. Die Möglichkeiten sind so toll und richtig, richtig, richtig cool. Wenn ich den Flamewaker klaue, spielt, ja, macht er. Genau, Flamewaker zum Beispiel, richtig gut. Den Flamewaker klaue, schießt er noch zweimal. Und das ist einfach toll. Die Karte ist quasi kostenlos. Also, ich meine, die kostet ein Mana. Das ist so, ein Mana ist so nix. Das ist halt ein Mana. Und das macht die Aktivatoren halt so, so sinnhaftig. Weil es halt so günstig ist, für ein Mana was machen zu können. Das ist einfach toll. Deswegen eine 5. In der Arena wohl nicht ganz eine 5. Warum? Mir fehlen die Kombinationsmöglichkeiten. Aber auch hier, ich denke immer noch eine 4. Ja, weil ich immer noch für ein Mana einen 2 or less attack Minion klauen kann until end of turn. Wo ich schlussendlich immer noch was mitmachen kann. Shadow Madness war schon ordentlich, aber ein Mana, super. Ja, ich klaue eine Sylvanas, die ich vorher mit 3 Attack debufft habe. Ja, zum Beispiel, also die Möglichkeiten sind super. Isoka, es gibt, das kann man so nicht sagen, das kommt auch an, wo du herkommst. Habe ich mit einer Kanadierin drüber gesprochen. Ich sage Pint. Doch, der schießt. Der Flamewaker schießt. Mana-Würm bekommt dann aber nicht plus 1 dann, oder? Klaus, Mana-Würm mit 1? Doch. Ist das gleiche mit dem Flamewaker. Das Minion hat Charge, ja. So wie bei Shadow Madness. Am Second Rate Bruiser. 5 Mana, 4, 5, Taunt. Wir haben einen Yeti, bezahlen 1 Mana fürs Taunt. Naja. Würde ein Yeti mit Taunt gespielt werden im Constructed? Wir wissen, ein Yeti hat super Vanilla-Stats, tolle Arena-Karte. Wird der Yeti gespielt? Im Constructed? Nee. Höchstens auf niedrigeren Rängen, wenn ich noch nicht die richtigen Karten habe. Dann ist es gut. Aber ich finde den Effekt super gut. Cost 2 less if your opponent has at least 3 minions. Und ich finde, dass du diese Karte gegen Schamane, Su, etc., 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 etc. Für 3 Mana ein Yeti mit Taunt ist mega gut. Und hier finde ich es auch irgendwie wichtig, dass das Ding nicht 3-5 hat, sondern tatsächlich 4-5, was einfach, ja, was einfach super ist. Also,
für 3 Mana ein 4-5er Taunt und zur Not ein 5 Mana Yeti mit Taunt ist okay. Und ich finde, das Ding ist eine durchaus sinnvolle Control-Deck-Karte einmal in einem, im Constructed. Und deswegen habe ich der Karte eine 4 gegeben, weil ich das Potenzial, was der, also far away von 5, das sollte wohl klar sein, eher im Bereich 3,7. Aber das Potenzial, was die Karte entfacht oder entfachen kann, für 3 Mana ein Yeti mit Town zu sein, ist einfach super fett. Und gerade heutzutage mit Death Rattle hier, Death Rattle da, 1 Mana 5 Minions hier, 1 Mana 1000 Minions da, 3 Minions? Die kommen mal schnell zusammen. Die hat der Schamane auf Runde 3, die hat der Su auf Runde 3. Finde ich ziemlich gut. Mag die Karte sehr. In der Arena denke ich, dass man es auch relativ oft ausgespielt bekommt. Ich glaube, 3 ist so die magische Grenze auch. Aber wenn es 4, at least 4 wäre, dann wäre es nicht gut. Also dann wäre es, dann wird es zu selten procken. Aber so, glaube ich, kriegt man es oft hin. Coole Karte. In der Arena etwas schlechter als im Constructed. Denke ich. Bei dem Constructed sie natürlich, ja, wie soll ich sagen, im Constructed setzt du sie gezielt ein, die Karte, in einer bestimmten Meta, in einem bestimmten Deck. In der Arena ist es halt so random. So, okay, du setzt sie jetzt ein und dann gucken wir mal. Es sind noch viele Karten, finde, das reicht langsam. Schnauze, Neo. Voll asozial. Ich guck mal hin, na, eine gute Idee. Ah, sind schon noch ein paar. Kopf zu, Ohren auf. Nio, lass dir von den Lurchgesichtern nichts erzählen. Aber es sind noch ein paar. Okay. Ja, das war der Second Rate Bruiser. Okay. Shaku the Collector. Nur das ist jetzt eine relativ einfach zu bewertende Karte. Das ist so ein totaler Dreier. Das ist das Legendary vom Rogue. Nur nochmal eben zum, damit es alle klar haben. Rogue Legendary. 2 Mana, 2-3 Stealth, das ist das gleiche wie ein Gilblin Stalker. Und dazu bekomme ich für 1 Mana, whenever this attacks, add a random card to your hand from your opponent's class. Ja, es ist relativ sicher, dass wir einmal diese Karte bekommen. Also, bleiben wir realistisch. 2 Mana Gilblin Stalker, 1 Mana random Karte from your opponent's class. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding zweimal angreift? Realistisch? Ja, in einer Rogue-Welt mit Conceal und Co., aber ehrlich? Nee. Das ist, die Karte kann keine 2 sein, glaube ich, weil wenn du einmal deinen Gilblin Stalker und dazu deine Karte bekommst, dann ist es okay. Und du kannst mit dieser geklauten Karte ja auch wieder weitere Sachen machen, sprich die 2 billiger machen und. Aber, vor allem die Karte haut mich auch nicht um, im Sinne von so Kuhn vom Druiden. Das ist klar, dass das ein Legendary ist. Oder das kann ich nachvollziehen. So. Antonidas, Kirin, das sind alles Legendaries. Aber Shaku the Collector? Ja, soll er doch mal eine Runde collecten. Also, das könnte, wenn das ein Rare wäre, ehrlich, da würde doch niemand sagen, Rare! Das ist halt so. So lapidar, einfach völlig. Es geht hier rein, da raus. Es gibt die Karte und man probiert sie vielleicht aus, aber die haut mich einfach nicht um. In der Arena das gleiche in Grün. Ich kriege immer noch einen Gilblin Stalker und für einmal eine Random Class Card. Natürlich etwas besser in der Arena, weil ich dann eben die Chance habe auf irgendwas Fettes. Ja, whatever, Tyrion und so weiter, kennt ihr ja. Was im Constructed natürlich auch ist, aber da hat es nicht so den Impact als in der Arena. Von daher. Fände es besser, wenn die Karte zum gegnerischen Deck kommen würde, weil Klassenkarten können auch Schrott sein. Ja. Man ist es immer okay, so, weil du halt wenigstens die Karte bekommst. Du hast auf jeden Fall 2 Karten für eine. Das muss man dem Ding lassen. Deshalb kann das meines Erachtens keine 2 von 3 sein. Aber die Stats reißen mir auch kein Loch in den Kopf. Guck mal, das, was Beck schreibt. Oder wenigstens 3-3. Wenn das Ding 3-3 wäre, würde niemand was sagen. Würde keiner sagen, OP! Würde dann sagen, oh, 3 mal 3, 3 Stealth. Ist ein Gilblin Stalker in besser, ist ja auch eine Klassenkarte und ist eine ein Legendary, aber das ist einfach Frillepitz.
Subject Note, mein Schatz, vielen, vielen Dank für deinen Resub. Du bist jetzt Silber. Dafür, wir degradieren PC wieder zu Bronze. Danke, Subject. Hallo, Jojobo. Der Shaky Zip Gunner. 3 Mana, 3, 3, Death Rattle, give a random minion in your hand, +2/+2. Also, auch hier wieder. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beim Hunter ein Minion in der Hand halten werden? Ziemlich groß. Sehr, sehr groß. 3 Mana, 3, 3 ist natürlich ein bisschen unter Vanilla-Stats, ganz klar. Problematik ist, dass der Dreier-Spot beim Hunter sehr belegt ist. Das ist so das, warum ich ewig drüber nachgedacht habe, wie ich die Karte einschätzen würde. Und ich finde, das ist natürlich far away von 5. Ja, wir bewegen uns irgendwie im Bereich von 3,5 bis 4. Aber ich finde den Buff ziemlich stark. Ein +2/+2er Buff ist nun wirklich kein Kindergarten. Und deswegen habe ich mich dazu bewogen, ihm noch eine knappe 4 zu geben. Und man muss auch bedenken, es gibt ja auch diese, wie hieß die Karte da, die Death Rattles bufft auf der Hand. Also hier wieder Möglichkeiten. Wenn jemand sagt, das ist für mich eine 3, kann ich absolut mitleben. Also würde ich sagen, jo, passt. Aber ich habe ihm eben eine knappe 4 gegeben, weil ich der Karte Potenzial zuspreche. Wie gesagt, das größte Problem, was ich sehe, und deshalb stelle ich mir auch gut vor, dass die Karte niemals gespielt wird. Es ist immer das gleiche. Auf 3 Mana habe ich Animal Companion, Eaglehorn Bow und so weiter und so weiter. Es ist immer das gleiche. Es ist immer sehr, sehr knapp. In der Arena ist die Karte extrem gut. Weil es eben auch nicht Give a Random Beast in Your Hand ist, sondern einfach nur Minion. Die Chance, dass ich ein Minion habe, liegt bei 98,6%. Muss ich einfach nehmen. Und richtig gute Arena-Karte. So, da haben wir die von mir angesprochene Karte, um uns One-Cost-Minions aus dem Deck zu fischen. Beim Paladin. 3 Mana, draw 3 One-Cost-Minions from your deck. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben für 3 Mana auf jeden Fall 3 Karten. Das ist super. Arcane Intellect bringt nur 2. Und warum ich der eine ganz klare 4 gegeben habe, ist, ich weiß, was ich kriege. Wenn ich einen Arcane Intellect kriege, ich bekomme 2 von X. Wobei X gleich... Wie viele Karten sind noch in meinem Deck? Bei Smalltime Recruit sieht die Sache ganz anders aus. Da weiß ich bekomme 3 von 8? 10? Aber ich kann einfach deutlich besser einschätzen, was ich bekomme. Und gerade in einem hypermonster-aggressiven Paladin, Divine Shield, ich überrenne meinen Gegner und nerv ihn zu Tode Deck, hat die Karte, Klammer auf, leider, Klammer zu, Potenzial. Und deswegen habe ich ihr keine 3 gegeben, sondern eine 4, obwohl die natürlich nur in bestimmten Decks einsetzbar ist. Es ist netto betrachtet keine 4er-Karte. Weil eine 4er-Karte sollte man, denke ich, schon in mehr Decks einsetzen können. Aber das ist schon einfach eine Karte, in der ich leider viel Potenzial sehe. Und leider, weil solche Karten mir natürlich nicht gefallen. Aber die Karte ist halt schon stark. Ja, du kannst dir deinen komischen, wie heißt der, 1-2er-Kerl da rausfischen. Du kannst dir alle schönen 1er-Drops rausfischen. Du haben das Argent Squire und was. Nein, das passiert ja nicht, Querzi. Was ist, wenn du keine 3 One-Course-Minions mehr hast? Dann ist die Karte Schrott. Zum Beispiel im Late-Game, da will man ja so oder so keine One-Course-Minions. Du bist ja in einem Deck, wo du diese Karte spielst, hast du immer One-Course-Minions. Die spielst du ja nicht random in irgendeinem Deck. In der Arena ist die Karte ziemlich unbrauchbar, weil so viele One-Cost-Minions willst du gar nicht haben in deinem Deck. Du willst ja keine 3-Einer haben. Und wenn dann 3-Einer, dann müssen die schon mega geil sein und dann willst du die auf der Schatten und so weiter. Das ist natürlich Quatsch. Aber in Constructed ist die Karte schon, hat die ein Riesenpotenzial. Und ich glaube, da wird auch ziemlich viel Ärger auf uns zukommen. Wie hat die Spinatpizza geschmeckt? Cocky, es war keine Spinatpizza. Es war eine Pasta-Pizza mit Spinat drauf. Stolen Goods.
Give a random town minion in your hand plus 3 plus 3. Hm. Naja. Also, für 2 Mana plus 3 plus 3 ist solide. Das Random spielt für mich keine Rolle, weil, also ein plus 3 plus 3er Buff ist immer gut. Und die Taunt-Geschichte, die Taunt-Geschichte ist die, wie sehr können wir in unserem Standard-Warrior-Deck die Taunt-Sachen gebrauchen. Also ich denke hier an Bloodhoof Brave, ich denke hier an den Fierce Monkey und so weiter und so fort. Da geht natürlich was. Und ich finde 2 Mana so gerade noch günstig genug, absolut betrachtet, um überhaupt die Sache sinnvoll einsetzen zu können. Also ich finde, also ich auch hier wieder, ne, wir reden hier nicht von 4, wir reden hier irgendwas von 2,5 bis 3 und ich habe mich für eine 3 entschieden, weil ich glaube, ich mit 2 Mana so gerade noch die spielen kann und direkt danach das Taunt Minion. Ja, also wenn ich zum Beispiel auf 6 bin und spielen das Ding und ein Bloodhoof Brave, mal als Beispiel, dann ist es schon stark. Und dann ist es stark genug. Ich habe dann zwar 2 Karten benutzt und das willst du im Constructed nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Karte im Constructed in Decks, wie sie jetzt sind, gespielt werden wird. Aber ich stelle mir durchaus vor, dass man da vielleicht mit Bolster und Towns und was weiß ich Sachen machen kann. Und Rampage und was weiß ich, was da alles möglich ist. So. Deshalb für mich eine knappe 3. In der Arena ziemlich schwach, weil, also ich meine, klar, 2 Mana plus 3 plus 3 ist stark und die Chance eines Hard Removals ist natürlich relativ gering und so weiter, aber sowas willst du nicht haben. Da müsstest du schon super viele Towns haben, als dass du sagen könntest. Die wird sicher benutzt. Genau, Swoop Bolster Warrior zum Beispiel. Das sind einfach, ne? Das sind gute Möglichkeiten. Also von daher könnte man jetzt ewig drüber diskutieren. Irgendwas zwischen 2 und 3. Ich habe mich für die 3 entschieden. Der Trog Beast Rager. Puh, geiles Ding. Es gibt einfach extrem viele 2 Mana 3 Zweier. Jetzt ist das Ding kein Beast, ja. Aber für 2 Mana ein 3 Zweier und ein Random, also Random ist jetzt auch wieder eher nicht so wichtig. Und ein Beast in unserer Hand bekommt plus 1 plus 1. Ist einfach super. Das ist einfach super. Vor allem, es macht auch Karten wieder besser, die... Guck mal, ich weiß nicht. Es gibt... Das 2-5er Beast für 3 Mana zum Beispiel wird dann zu einem 3-6er. Und das ist super stark. 3 Mana 3-6 ist super. Und ich kann mir da wieder vorstellen, dass wieder andere Sachen ins Spiel kommen. Nämlich der zum Beispiel. Diese Raupe da. Coole Karte. Am Ende des Tages fallen ja auch wieder Karten raus. Also wir werden ja nicht ewig den Kings Elect haben und so weiter. Und das ist wieder eine ganz tolle 2-Mana-3-2er Karte für den Hunter. Aber auch nichts zum Ausrasten. Also im Sinne von viel zu gut, sondern einfach total gut, total solide. Und ich kann mir vorstellen, also auch irgendwas zwischen 3,5, eine knappe 4 habe ich ihr gegeben, weil ich sie wirklich super finde. Ich würde sie instant einbauen in mein Midrange Hunter Deck. Und ich würde da sogar ein King's Elect für fallen lassen. Oder vielleicht sogar eine Stiefmutter. Sehr gute Karte, finde ich. Auch in der Arena super. Da habe ich auch oft viele Beasts. These days, da kann es durchaus auch mal sein, dass ich 10 Beasts habe und 8 bis 10 und ja, cooles Ding. Auch in der Arena. In der Arena kann ich halt wieder keinen Fehler machen. Im aller schlimmsten Fall habe ich einen 2-Mana 3-2er. Super. Gibt's nichts zu meckern. Wicker Flame Burn Bristle. Hm. Also, was bekomme ich? Ich bekomme für 2 Mana ein 2-2er. Die Mai, mein Schatz. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Es tut mir leid, der Sub-Sound ist gerade aus. Das liegt einfach daran, dass ich ja gerade so viel am Labern bin. Mir platzt auch schon die Birne. Und ich sonst immer so krass gestört. Achso, ja, genau. Erst subben und dann followen. Jetzt kommst du direkt in den Sack der Schande. Vielen, vielen Dank, die Mai.
Sag mir bitte, wie lange du schon dabei bist und vielen Dank für deinen Sub. Was bekommen wir? Wir bekommen für 2 Mana einen, wie heißt der nochmal? Schillimillibot. Ach, Demi. Demi, sorry. Ja, Gott, ist egal. Aber okay, ja, komm, ist egal. Ragi, Schnauze, du darfst nicht lachen. Ist egal. Wir kriegen einen Schillimillibot. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Den haben wir schon so lange nicht gespielt. So. Leute. Oh, 600! Super, vielen Dank. Teratron, du Lurch. Vielen Dank auch dir. Teratron, dein Name ist mir aber schon bekannt. Wie lange? Einfach nur Kai. Okay, Kai. Wie lange bist du denn schon dabei? Also circa 9 Monate. Gut, also auch schon ewig. Sehr gut. Dann weiß ich immer Bescheid. Bums. Teratron, vielen Dank. Und denkt dran, liebe Subs, kommt auch alle schön auf den Discord. Dann kriegt ihr immer schöne Infos und so weiter. Und Nacktbilder von unserem Bastelgrill. So, jetzt lass mich hier mal weitermachen, ja? Ist auch für mich 8. Stunde. Danke, Osnack. So, wir kriegen einen Shielded Miniboard und bezahlen ein Mana mehr für potenzielle... Damage dealt by this minion also heals your hero. Das heißt, im besten Falle bekommen wir 4 Leben. Weil wir einmal hauen mit dem Gottesschild und einmal ohne Gottesschild. Ja, wir haben Potenzial mit dem ganzen Gebuffe, die wir jetzt schon öfters hatten. Wir haben Potenzial mit Blessing of Kings, mit Seal of Champions und so weiter und so weiter. Aber unterm Strich, ich saß da und die Karte wurde auf der BlizzCon sogar vorgestellt direkt und ich saß da und dachte mir, oh geil! Aber eigentlich war mein Hirn hat nur gesagt, Legendary, billiger als 4 Mana. Und dann lässt du es sacken und denkst dir, ja... Damage dealt gilt auch, wenn das Ding angegriffen wird. Das ist richtig. Ja, aber... Ich find's irgendwie... 3 Mana, 2-2. In welcher Welt will ich den haben? Also, ja. Nackt, netto ist er kacke. Und ich glaube, er muss Aktivierung haben. Mit den ganzen Buffs, die wir da schon, ne, jetzt mehrfach angesprochen haben. Aber unterm Strich... Also ist keine 2, das ist klar. Ne? Zu viel Potenzial. Irgendwas um 3,2, 3,3 vielleicht. Aber niemals in keiner Basteltante-Welt wird das Ding von mir eine 4 bekommen. Das ist nicht möglich. Naja, aber auch Schaden gegen den Held, außerdem ist Paladin eine Buff-Klasse, denke, das geht. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass er nicht gespielt werden wird. Absolut. Also wenn das mit den Buffs so weitergeht, wie bisher, wird das Ding gespielt. Ja? Allein mit unserem Grime Street-Kollegen, der das Ding auf 3-3 macht. 3-3 Divine Shield Town und noch ein bisschen Leben. Aber spielst du das Ding in einem Controlling-Deck? Nein. In welcher Art von Deck möchtest du Leben bekommen? In einem Controlling-Deck. Spielst du das Ding in einem aggressiven Deck? Ja. Bringt dir dann irgendwie das Heilen was? Nein. Also, da passt für mich wieder vieles nicht so zusammen. Ich sag ja, vorsichtig Leute, ne? Ich sag ja nicht, die Karte ist kacke. Habe ich zu keinem Zeitpunkt gesagt. Aber die Karte ist einfach nicht mehr wert als durchschnittlich. Und das Ding braucht auch, so wie der Kollege vom Rogue, in keinster Art und Weise ein Rare sein. Ein Legendary sein. Wenn das ein Epic oder Legendary wäre, würde man sagen, boah. Das ist ein Epic. Ein Legendary. Und das finde ich halt... Ne? Das ist eine Paladin-Karte, Smoobia. Zu erkennen am gelben Geschwängel. Also in der Arena... ja, okay. Die Karte ist kacke. Habe ich das gesagt? Nein, die Karte ist kacke. Wie wäre die Karte mit Divine Charge? Divine Shield und Charge? Divine Shield und Charge. Besser. Etwas besser. Aber das Taunt ist halt auch cool. Ne? Also klar, du kriegst halt instant 2 Leben, instant 2 Schaden. Aber ich finde das mit dem Taunt schon gut, ehrlich gesagt. Das ist schon gut konzipiert. Achso, Arena. Ja, in der Arena nicht so wirklich geil, weil ich einfach finde, dass
du da dir nicht erlauben kannst, ein 3-Mana 2-2 zu spielen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ja? Chili Mini Board ist super, 2-Mana 2-2 ist ziemlich schwach, aber dafür hast du ein Divine Shield und hier hast du den Taunt. Aber ne, wenn der Gegner halt irgendwie ein 2-3er hat, dann bringt dir das irgendwie überhaupt nichts. Und 3-Mana ist mir da ehrlich gesagt zu teuer. Dann nehme ich lieber ein 3-4er, ist 1000-mal besser als sowas. Vor allen Dingen, wenn du nicht viel buffen kannst. Das Ding ist absolut buffabhängig. Wind up Burglebot. Whenever this attacks a minion and survives, draw a card. Also. Whenever this attacks a minion and survives, draw a card. Wir werden damit höchstwahrscheinlich einmal angreifen können. Ja. Wird das Ding wahrscheinlich überleben, wenn wir damit ein Minion attackieren? Ja. Aber. Wenn das Ding 5 Mana kosten würde, würden wir es dann spielen? Würdet ihr diese Karte in euer Deck packen, wenn sie 5 Mana kosten würde? Ich nicht. Dann wäre es auf jeden Fall eine 3. 5 Mana, 5-5 und ein Effekt, der mir eventuell eine Karte bringt. Aber wie gesagt, das Ding, da muss doch erstmal wieder dran sein und blablabla. Ne? Aber für 6 Mana. Auf 6 das Ding zu spielen, wird einfach getötet, ist mir persönlich irgendwie... Nee. Nee. Ist Quatsch. Und für mich, also, ich war am Überlegen, was gibst du der Karte und dachte dann aber, ja, für eine 1 ist es dann, da gibt es ganz andere Sachen, die eine 1 verdienen, denke ich. Und ich glaube, wenn ich es wieder vanillamäßig splitte und sage 5 Mana, 5-5 Mech, und ein Mana für einen potenziellen Effekt, unendlich Karten zu ziehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke irgendwas im Bereich 1,8. Und von daher fand ich die 2 hier angemessen. In der Arena auch völlig unbrauchbar. Weil du willst keine 6 Mana 5-5er Kreatur hinknallen, die der Gegner sowieso tötet. Ist so ein bisschen wie Windfury Harpy. Ja, schön, wenn ich das Ding buffe und wenn und wenn und wenn und wenn, aber wie gesagt, wir kriegen noch die Max-Synergie dazu, die uns vielleicht noch irgendwas bringt, aber das ist halt alles eher, das stimmt, Epic ist nur die Seltenheit im Booster, keine Bewertung der Karten, wobei man eigentlich davon ausgehen sollte, könnte, müsste, würde, dass je wertvoller Karten sind, desto besser, je besser sind sie. Aber das wäre ja auch ein bisschen komisch. Das gibt es in keinem Sammelkartenspiel der Erde, weil das ja quasi bedeuten würde, dass man eigentlich nur noch mit Epics und Legendaries spielen bräuchte. Und das funktioniert nicht. Praktisch. Deshalb wird es immer so sein, dass es super Commons geben wird und Kack-Legendaries. Das ist aber auch okay. Da wird man sich beim Pack-Opening wieder über Epics freuen und dann kommt sowas. Pack-Opening machen wir natürlich auch. Ein riesen Pack-Opening mit der Hand Gottes zusammen läuft. In der Arena super kacke, hatte ich schon gesagt. Woggen Greaser, 4 Mana, 6-3. Absolut, also gute Vanilla-Stats, ne? 4 Mana, nicht 4 Mana, 4-4. 4 Mana, 6-3. 9 Stat-Punkte. Yeti. Aber die Verteilung ist natürlich eher... 6-3, also 4 Mana mit 3 Attack ist einfach Schund. Warum ich ihm keine 1 gegeben habe, ich denke, der liegt irgendwo im Bereich zwischen 1 und 2, ist einfach, Kohli, es tut mir leid, ich sage im Moment nicht Hallo, ich bin total im Redefluss, bei Kartendiskussionen gehe ich ja auch nicht viel ein. 4 Mana, 3 Leben ist total schlecht, ist im Prinzip nichts anderes als der Salty Dog. Der kostet 5 Mana, 7-4, hier haben wir ein 4 Mana, 6-3. Genügend Startpunkte, aber die Verteilung ist einfach ein Witz. Warum ich ihm keine 1 gegeben habe, ist einfach die Tatsache, dass er 9 Stat-Punkte hat für 4 Mana. In der Arena auch völlig unbrauchbar. 4 Mana, 3 Attack, ne. Wir sind durch. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören. Das war soweit meine Kartendiskussion. Beziehungsweise noch war es eigentlich keine Diskussion, sondern eher eine Kartenanalyse. Diskutieren werden wir dann noch in aller Ruhe. Und ja,
Dann freue ich mich schon auf die nächste. Da werden wir dann quasi wieder pari sein mit dem, was quasi vorgestellt wurde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir was in den Kommentaren da, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und dann werde ich, Klammer auf, vielleicht, Klammer zu, darauf eingehen, wenn es mich kickt, was ihr schreibt. Und ansonsten freue ich mich natürlich riesig auf die Diskussion dann hier im Stream. Und ja, die dritte Kartendiskussion kommt. Freut euch auf das Riesen-Pack-Opening im Dezember. Ich weiß noch nicht, wie viele Packs, aber ja, so zwei, drei Stück werden das schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Gut. Hat's euch gefallen?